Oder war das bei dem anderen Mal auch so, dass das... Könnte mal... Wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch die Probleme, dass ihr mit dem Pegasus, wenn ihr mit dem Pegasus unterwegs seid, dass das Spiel vielleicht ein bisschen manchmal rumspinnt? In der alten Welt, wie war es denn da? Ich suche übrigens gerade nebenbei einen Pegasus, deswegen renne ich hier durch die Gegend. Das ist jetzt nie, aus Langeweile. Oh, da fehlt ja noch was. Ich versuche, will mal kurz gucken, ob hier vielleicht nochmal ein Pegasus rumsteht. Einfach so. Aber. Wäre natürlich blöd, wenn es wirklich daran liegen würde. Das ist. Das wäre doof. Und ich hoffe, dass beim nächsten MoCreatures Update, dass er das da mitbekommen hat. Dass, aber ich gehe mal davon aus, dass einige Leute gesagt haben, dass der Bug weg ist, dass die Pferde, die man gezählt hat, sich verdünnisieren. Einfach mal. Wenn man updatet, dass es da zu diesem Problem kommt. Moment. Mir fällt gerade was ein. Dr. Bla, Instant Spawner. Was möchte ich spawnen? Number of Spawn, Typ Kreatur, Big Cat, Bird, Bird, Boa, Bunny Cat, Cat, Crocodile, Deal, Dolphin, Duck, Fish, Fox, Goat, Horse. Horse. Na, wo ist es? Krokodil? Deal, Dolphin, Duck, Fisch, Fox, Goat, Horse. Ha! So. Ist be... Ihr wisst, warum ich heule, oder? Weil ich natürlich, bevor ich in Nether bin, die Äpfel abgelegt habe. Und doch, dort ist... Okay, so viel Beschiss war es nie, weil dort ist ein Pegasus rausgekommen und dort steht ein Pegasus rum. Aber wie gesagt, wir verlieren ja den Pegasus andauernd von irgendwelchen Bugs, die absolut nichts damit zu tun haben, dass ich in irgendeiner Form Schuld daran habe. Seltsame Formulierung. Aber egal. Und deswegen ist das vollkommen legitim. Meiner Meinung nach. So, und jetzt los, schnell da zwei Äpfel vom Baum gepflückt und gehofft. Aber was ist denn mit euch? Und dann stellen wir uns hier im Pegasus auf jeden Fall in Reserve. Oh, komm, bitte, lass die noch da sein. Habe ich die Leine? Ich habe die Leine nicht. Ich brauche Leine und einen Sattel. Na, Leine und Sattel. Oh, da hat sich ein Strauß selber gefangen. Sehr vorbildlich. Sehr, sehr vorbildlich. Muss man schon sagen. Ja, damit... Nee. Es ist zum Heulen. Jetzt habe ich hier kein Eisen mehr. Für den Sattel. Ach, Mann. Oh, ich raste aus. Wie? Das ist... Nee. Wow. Die Ziege hat das Gras gefressen und dabei ist ein Samen rausgekommen. Das ist toll. Ach, Mann. Oh, bitte lass den Pegasus jetzt noch da sein, sonst ist doof. Die Ogres habe ich übrigens schon ausgestellt. Das hatte ich vorher schon gemacht. Als ich hier neu wieder drauf gespielt habe, alles einfach, weil wir ja die ganz miesen Erfahrungen da gemacht haben und weil einfach, so wie wir das gesehen haben, oder wie ich das hier mitbekommen habe, alle Ogre dummerweise... Meine Fresse, wie viel... Wo habe ich denn jetzt gespawnt? Hier irgendwo, oder? Sie sind weg, war ja klar. Pegasus! Oh, jetzt sind die echt alle wieder verschwunden. Ich fass das nie. Nee, oder? Ach, Mann. Ich hab so die... Das ist nie wahr. Wie viel Pech muss man denn einfach haben? Ein Einhorn. Ist ja super. Oh, nein! So, wieder rein. Optionen... Globale Motze. Ich mache das jetzt so lange bis hier. Das könnt ihr aber wissen. Ah.
Mal sehen, wann das Spiel wieder abspielt. Sag mal. Hackt das? Bei so viel Pferden müsste doch. Ach man. Remote Settings, Instance Board. Achso, mehr geht nicht. Ah, da ist was Weißes hochgekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, 30 Pferde gespawnt. Hui, hui! Ja, zwei Pegasusse. Pegasus, Pekanten. Komm her! Nummer 1! Energie! Sie haben die Brücke Nummer 1. Ich komme wieder. Da gehen wir einen anderen Weg. Meine Fresse, die Pferde vermehren sich hier. Das ist echt nie feierlich, ob das so gewollt ist. Das muss ein Bug sein. Mann, 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 Mann. Das ist, naja, da weiß man aber wenigstens, dass es denen gut geht. Unser Eingreifen hier in die Natur hat noch zu keinen größeren Schäden geführt. Nee, wie bei Civilization damals. Ich weiß gar nicht, welches Civilization das war, was ich damals gespielt habe. Ich, oh Gott, war das 2, 3? Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 2. Da war ja der Cheat-Modus, dass man bescheißen konnte, klein mit eingebaut. Und auf jeden Fall, ich hatte da auch, ich hatte irgendwie auch immer Pech. Ich bin irgendwie mit der Entwicklung und alles war ich irgendwie damals immer viel zu langsam. Die anderen Städte waren irgendwie immer alle mächtiger und hin und her. Und das hat bei mir irgendwie mit der Produktion nicht so geklappt. Und grundsätzlich hatte ich Probleme, was es anging mit der Herrschaftsform. Weil wenn ich zu autoritär, also irgendwie Diktatur oder was auch immer, oder König, Monarchie und so einen Scheiß hatte, war grundsätzlich... das Problem, dass die zu ineffizient irgendwie waren mit dem Forschen oder was auch immer. Oder die dann irgendwann halt einen Aufstand gemacht haben. Und wenn ich dann irgendwas anderes hier, Demokratie oder so ein Scheiß, dann waren die grundsätzlich, haben die dann immer grundsätzlich gegen mich gestimmt, wenn ich angreifen wollte, wenn ich Krieg führen wollte oder irgendwas. Das ging mir immer so auf den Senkel. Also damit hatte ich sowieso kein Händchen und ich habe dann einfach mal beschissen mit hier Technologie erforschen und sowas Ganze, weil ich auch einfach mal sehen wollte, wie die Raumfähre dann quasi fertig wird. Und ich konnte mir immer im Nachhinein gar nicht vorstellen, wie man das auf legalen Wege überhaupt schaffen sollte. So viel zu bauen, dass man diese Raumfähre hat und die ganze Zeit, die man da braucht, bis das Ding endlich mal ins All geschossen wird und dann ist das ja auch noch eine halbe Ewigkeit unterwegs. Ja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wegen Natureinfluss. Ich habe dann die Gegner mit Atombomben bedeckt. Also ich habe alles so mal ein bisschen ausprobiert. Gut, meine Flugzeuge sind dann andauernd mal abgestürzt, weil die natürlich kein Benzin hatten. Das habe ich irgendwie... Daran hatte ich nie gedacht, dass das da damals schon mit drin war. Ja, die sind dann öfters mal, nachdem die erfolgreich angegriffen haben, abgeschmiert. Mangels Treibstoff. Und da hatte ich dann die Schnauze voll und habe mir Atombomben erschietet oder Atomraketen und habe die halt immer fleißig da auf die Dörfer, die gerade meine Phalanx hatten oder die Städte. Weil ich dachte mir so beim ersten Mal Atomrakete, ja, dann gehört die Stadt direkt mir. Ha, Pustekuchen war's. Von wegen, die Stadt gehört mir. Ja, die sind echt wieder alle despawned. Aber gut, das ist gar nicht mal so schlecht. Pustekuchen von wegen, die Stadt für mir. Eine Atomrakete auf die Stadt, die hat echt immer nur einen Gegner, eine gegnerische Einheit getötet. Das ging mir ein bisschen auf den Senkel, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber eine Luftverschmutzung rings um die Stadt hat's natürlich erzeugt. Das hatte dann auch irgendwie eine negative Auswirkung da drumherum. Das heißt, wenn man die Stadt dann irgendwann eingenommen hatte, musste man sich erstmal darum kümmern, dass die Luftverschmutzung wieder weg ist. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Atombombe war trotzdem, oder Rakete, die war trotzdem noch das Effektivste. Das ging am schnellsten mitunter. Was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich davon ordentlich Gebrauch gemacht habe, was wiederum den die Folge hatte, dass dann irgendwann mal die Meldung kam, dass aufgrund der Atom blablabla auf einmal... Nee, Quatsch, dann kam auf... Wie war die? War das aufgrund von Atom? Auf jeden Fall kam dann auf einmal eine Meldung, dass die Temperatur
die globale um was weiß ich wie viel Grad auf einmal angestiegen ist und damit sich das Klima verändert hat und das war zurückzuführen auf mein Atomwaffenprogramm, will ich es mal nennen. Da war ich ein klein wenig erstaunt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das fand ich eigentlich ganz cool, ich musste übelst lachen. Auf jeden Fall habe ich da das Welt, Anblick der Welt nachhaltig verändert. Mit einem globalen Temperaturanstieg. Ja gut, ich meine bei, weiß ich nicht, ein paar hundert Atombomben, die ich da losgelassen habe, ist das vielleicht auch nachvollziehbar. So, und könntet ihr jetzt mal so miteinander ein bisschen, ich meine, irgendwie... Ja. Da habe ich damals, habe ich nicht schlecht geguckt, muss ich zugeben. Das war, Das war ganz ordentlich. So, und jetzt müssen wir... Ach, Mann. Ich brauche Eisen, damit ich wieder fliegen kann. Nur mal so am Rande. Hier ging es nicht runter, das heißt, ich muss... Hä? Wo sind wir denn immer reingegangen? Doch, wir sind... Ach, dort war der Eingang. Mann, gut versteckt, gut versteckt. Jetzt weiß ich aber schon wieder nicht mehr... Doch, hier, ja. Hier lang? Da lang? Nee, da lang? Nee. Hier lang, da lang. Hier lang. Ich bin immer noch gespannt, ob ich es richtig... Ja, hier nach unten. Und dann... Oh Gott, da wird uns da bestimmt dann früher oder später ein Creeper auf den Kopf fallen. Ach ja, hier habe ich alles zu Obsidian gemacht. Ah, hier hatte ich das Packpferd-Esel-Teil abgestellt. Schön. Was ja aber nun nicht mehr da ist. Und jetzt kann ich hier... Oh Gott, jetzt kann ich ja sonst wie weit mich... ich hätte Pfeil und Bogen mitnehmen sollen. Ach, fuck. Daran habe ich da wieder genug... So, jetzt kann ich mich aber hier sonst was vertiefen, vorgraben, um hier wieder Eisen zu finden, bei meinem Glück. Ich habe doch alles. Ich bin doch immer so gründlich. Ich lasse doch nichts liegen. Hat sich jemand Weg zurückgemerkt? Ach, fuck. Aber das ist, diese ganze Problematik, die wir jetzt haben, ist für mich, der... Was? Boah, ein Eisen ist, sind auch mehrere Eisens. Eisen. Oh, achso. Hoch in die Lüfte. Und hopp. Bitte lass da noch ein Eisen drunter sein. Wenigstens eins. Ach, leck mich doch. Gefangen habe ich es auch nicht. Hallo? Das ist... Ach, ein Zombie. Ist natürlich auch wieder sehr schön. So, jetzt haben wir ein Eisen. Das bringt uns überhaupt nichts weiter. Und zwar ist dieses Problem, was wir gerade haben, der Beweis für mich, dass wir unbedingt das alles mit Netherportalen verbinden sollten. Weil dann können wir von sowas ungeachtet oder unbeeinflusst immer hin und her reisen und haben da viel mehr Dingens hier. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Dingens, das ist ja allgemein unbekannt. Und Dingens ist bei Let's Plays sowieso ganz, ganz wichtig, dass man Dingens hat. Vor allem bei Minecraft Let's Plays ist Dingens da, also ohne geht gar nicht. Das ist also, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich bin im Kreis gelaufen. Ja, diese Musik. Ah, jetzt bin ich nach Mist. Ach Mensch. Ich brauche drei Eisen, um hier mal wieder was zu reißen. Ich habe einen Zombie gefunden. Also, gefunden relativ, aber ich... hier ist einer.
Oh, hier geht's zurück. Aber mir fällt gerade auf, haben wir bei der Mühle oben Eisen reingeschmissen in der Kiste, wo wir da gebaut haben? Kann sich da jemand daran erinnern? Ich hoffe doch. Wir werden mal sehen. So, und hopp. Und hopp.